Der FK Pirmasens im traditionellen weißen Trikot und dunkler Hose. Eines vorweg, der 1. FC Saarbrücken hätte dieses Spiel gewinnen müssen. Denn die Malstatter hatten die größere Anzahl torreifer Chancen. Aber das soll nicht heißen, dass das Endergebnis dem FKP schmeichelt. Denn die Schuhstädter zeigten streckenweise modernen Fußball. Herr Brick, Torhüter Jan. Der Ex-Berliner Torhüter der Pirmasenser sehe sicher auf der Linie. Kapitulski, eine Augenweite, seine Passbälle über 20, 30 Meter. Das ist Brill, der Halbrechte. In der Wirkung vielleicht noch etwas stärker als Kapitulski. Aber in seiner ganzen Spielanlage ähnelt er sehr Kapitulski. Graf Zick gegen Hoffmann. Hoffmann leicht angeschlagen, der Pirmasenser Stopper daher nicht in gewohnter Form. Eckball. Reuter. Schwirzke. Schwirzke und Klein, die Saarbrücker Außenläufer, nicht so wirkungsvoll wie das Außenläufergespann der Pirmasenser. Kapitulski, jetzt sehen Sie einen seiner Passbälle. Hohmann auf der linken Flanke. 30 Zentimeter vorbei. Beim 1. FC Saarbrücken Diehl früh angeschlagen, nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte. Torhüter Jan, Vollmar-Flanke. Heinz Vollmar sehr, sehr stark. Graf Zick mit dem linken Fuß, schöne Parade von Jan. Graf Zick sehr kräftig, schwer vom Ball zu trennen. Sehen Sie, er setzt sich gegen drei Pirmasenser durch. Heinz Vollmar. Kopfball Schönwälder und Torhüter Jan. Da stand ihm allerdings das Glück des Tüchtigen zur Seite. Dausmann. Er setzte Hesse, dem routinierten Saarbrücker Stopper, sehr zu. Und Kapitulski. Gut gemacht von Danner. Dausmann. Remark. Nicht schlecht, aber keine Endlösung. Kapitulski. Null zu null bei der Pause. Anstoß zum zweiten Abschnitt. Schönwälder, stark verbessert. Ging allerdings viel in die Mitte. Schwirzke, das ist Brill. Absatzkick, sehr schön. Und Danner. Größte Chance für die Pirmasenser. Klein, der Außenläufer. Der war fast nicht mehr zu verfehlen. Der anderen Seite dann Eckball für den 1. FC. Graf Zick auf der Linie von Dell weggeschlagen. Kapitulski. Und Schwirzke. Das ist Horst Schmidt. Und wieder Kapitulski. Foul, abgepfiffen von Schiedsrichter Fritz, der etwas zu großzügig leitete. Kapitulski Freistoß und auch ihr packt Danner sicher zu. Der Saarbrücker Hüter ohne Fehl und Tadel. Achten Sie auf Schönwälder. Die Hand ein bisschen zur Hilfe genommen, aber es steht 1 zu 0 in der 66. Spielminute. Vorher hatte man allerdings auch Schönwälder gefoult. Und da rief Schiedsrichter Fritz aus Oggersheim, Vorteil. Brill. Ja, ist technisch stark, sehr gut am Ball. Schönwälder. Und da hat Jan noch einmal Glück gehabt. 1. FC hatte jetzt eine Drangperiode. Kapitulski, Schönwälder. Und dann steigt Kapitulski hart ein gegen Vollmar. Es war ein kleiner Bodycheck, sagte er nach dem Spiel. Freistoß und Torhüter Jan.
der nur Schwächen erkennen ließ beim Herauslaufen. Was ist aus, Mann? Ging auf die Flügel, versuchte Hesse auszuweichen. Und achten Sie jetzt auf Dausmann. Flanke, Hohmann direkt, Kapitulski, Danner und Eigentor. Unglücksrabe Danner. Und er war so gut in diesem Spiel. Sehen Sie dieses Tor noch einmal in der Zeitlupe. Kapitulski, Danner, Absatz, Tor. Endergebnis 1:1.